Hallo und herzlich willkommen hier im neuen Video und im Brandenburgischen Wald. Ja, heute bin ich alleine, heute bleibe ich alleine und heute bleibe ich hier, heute Nacht. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann bleibt dran. Ja, den Platz hier, den kennt ihr vom letzten Mal. Da war ich mit meinem Sohn und er hat mir ganz gut gefallen. Und deswegen bin ich heute nochmal hier. Ja. Für mich heißt es jetzt zuallererst Lager aufbauen. Ich habe noch etwa anderthalb Stunden Sonnenlicht, Holz sammeln und gemütlich machen. So ihr Lieben, mein Lager hat Gestalt angenommen und ich werde euch das jetzt mal ein bisschen zeigen. 3, 2, 1, los! Tada! Schön in der Abendsonne. Ja, mit Hängematte. Da ist ja Westen. Da ist ja die Wetterseite, wenn denn welches kommt. Aber das ist nicht angesagt. Sieht man nicht ganz bis zum Boden. Na, das sieht doch ganz schick aus. Gucken wir mal kurz rein. Yeah, da liegt schon mein Schlafsack drin. Der sollte mich gut warm halten die Nacht. Oder vielleicht schon fast zu warm ist. Wir werden sehen. Bin etwas später hier als gedacht. Habe natürlich vorher noch einiges erledigt. Aber jetzt bin ich hier und genieße gerade die schöne Stille des Waldes. Es knackst. Die Kiefern, die knacken überall. Weiß nicht, ob sich die Zapfen jetzt öffnen. Vögel zwitschern. Herrlich. Ich bin ohnehin gespannt, wie das wird heute, wie ich mich hier schlage. Das ist schon eine kleine Herausforderung, die ich mir heute gestellt habe. Also es ist nicht so, dass ich noch nicht draußen übernachtet habe. Aber noch nie allein. Noch nie so ganz allein. Immer mal ein Kumpel ist dabei oder weiß der Geier. Heute, oder das, was vor mir liegt, nicht nur ein schöner Sonnenuntergang, sondern wahrscheinlich ganze 11 Stunden Dunkelheit. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Ich habe noch ein Buch mitgenommen. Ups, da ist es runtergefallen. Also jetzt geht es erstmal Holz sammeln. So, da habe ich mir gerade mal noch eine kleine Vorrichtung für den Rucksack gebaut. Geht sicher einfacher, aber der Rucksack, da ist noch viel drin. Ja, und so komme ich hier schön überall ran. Ich dachte ja eigentlich, ich bin richtig gut versteckt hier. Aber da kam gerade doch ein älterer Herr mit Hund des Wegs. Ich hoffe, der holt jetzt nicht den Förster, sonst kann ich das Ganze wieder abbauen. Naja, wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen. Ja, die Sonne versinkt langsam und ich habe gerade gesehen, dass meine große Kamera keinen Akku hat. Habe ich nämlich extra aufgeladen vorhin und da liegt er immer noch. Naja, das ist schade, ich wollte gerade morgen früh noch mal ein paar schöne Bilder machen, aber das wird jetzt wohl nichts. Tja. Die Buschbox wartet auch auf ihren Einsatz. So, bei mir ist jetzt Abendbrotzeit. Ich koche nicht heute, sondern esse ein paar mitgebrachte Brote. Guten Appetit. So, die ersten Mücken kommen. Da weiß man doch, was man im Winter vermisst hat, nicht wahr? Noch kann man ja relativ viel sehen. Aber es dauert auch noch einen Moment bis Sonnenuntergang. Was man hier im Hintergrund außer dem Vogelgezwitscher noch hört, ist die noch ein gutes Stück entfernte, aber sehr präsente Autobahn. So, und hier, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, dieses permanente Klicken hier in den Kiefern. Hier, ich hoffe, ihr könntet es sehen.
Hier ist so ein Samen, ein heruntergefallener. Da wird morgen wahrscheinlich das ganze Tarpbett voll sein. So ihr Lieben, die Sonne ist untergegangen und so langsam beginnt nicht nur die Zeit der Dunkelheit hier, sondern auch so ein bisschen die Zeit der Einsamkeit. Solange das Licht immer noch ein bisschen für die Augen was zu tun gibt, ist das mit dem Alleinsein nicht so schlimm. Aber bald geht's los. Die Stimmen des Waldes werden lauter. Ja, wenn man hier so sitzt, einsam und allein im dunklen Wald, ganz auf sich selbst zurückgeworfen, da gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Keinerlei Ablenkung davon. Kein Telefon, das klingelt, kein Computer, wo man noch was nachschauen kann. Einfach nur ganz und gar seinen Gedanken überlassen. Warum mache ich das hier eigentlich? Was will ich mir beweisen? Warum suche ich gerade jetzt so eine Art Abenteuer? Ja, aber spannend ist es. Interessant, ja, es so hautnah zu erleben, das Dunkelwerden und später, sehr viel später, das wieder hell werden. Aber gut, ich will jetzt hier nicht lang ins Philosophieren geraten. Die Nacht ist noch lang, sehr lang, und der Mond ist aufgegangen. So, ich hoffe, man sieht mich überhaupt. Da sitze ich hier an meinem kleinen Feuer. Jetzt ist die Nacht endgültig hereingebrochen. Ich glaube, dunkler wird es nicht mehr. Ich habe ja vorhin, bevor ich losgefahren bin, noch so einige Ausreden gefunden, warum ich es lieber lassen sollte. Aber da diese Ausreden kamen, wusste ich, dass ich fahren muss. Solchen Dingen muss man sich stellen. Das, ja, interessiert vielleicht gar keinen, aber so die Gedanken kommen einem hier, wenn man am Feuer sitzt. Einsam mit der Dunkelheit. Tja. Ach, so ein Feuer ist doch was Herrliches. Schon eine gefühlte Ewigkeit starre ich da rein. Komm mit meinen Gedanken vom Hundertsten ins Tausendste. Aber zu keinem Ende. Ja, aber bald werde ich das Feuer runterbrennen lassen. Und dann mal in die Koje hüpfen. Da sehen wir uns dann wieder. So, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, ich lieg in meiner Hängematte. Vielleicht könnt ihr es auch nicht sehen. Ja, im Schlafsack drinnen. Hier oben seht ihr vielleicht jetzt das Tarp. Ja, und jetzt wieder mich. Ja, hier drin ist es sehr gemütlich, muss ich sagen. Das Rein- und Rauskommen wird etwas schwierig mit Schlafsack. Aber das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Ja, ich werde jetzt noch versuchen, ein paar Seiten zu lesen und dann ins Bett zu gehen. Nein, im Bett bin ich ja schon. Also zu schlafen, meine ich. Also, wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht.
Guten Morgen. Es ist jetzt 6 Uhr. Ja, ich habe ganz gemütlich gelegen. Nicht sonderlich viel geschlafen. Die Sinne sind dann doch sehr wach hier draußen. Aber ein paar Stündchen waren es dann doch. Das Licht reicht immer noch nicht für die Kamera. Ich glaube, ich bleib noch ein bisschen liegen. Bis gleich. Die Sonne ist aufgegangen. Noch nicht so richtig durch die Wipfel gedrungen. Aber so langsam regt es sich in den Füßen. Und ich will hier raus. So, aufstehen ist angesagt. Und Kaffee kochen. Uah. So, jetzt aber nochmal richtig guten Morgen. Ja, jetzt ist gerade ein bisschen frisch, wenn man so aus seiner warmen Behausung kommt. Ja, wie gesagt, die Nacht war schön ruhig, erstaunlicherweise. Ich habe nicht so viel geschlafen, das liegt wahrscheinlich daran, dass man immer ein bisschen wacher, aufmerksamer ist. Die ersten Nächte, die man so draußen schläft. Und das Ungewohnte mit der Hängematte. Ich habe noch nie in der Nacht in der Hängematte verbracht. Und da ich eigentlich jemand bin, der sich viel bewegt nachts, war das etwas ungewohnt. Und jetzt kaufen wir mal einen Kaffee. Es ist total herrlich, so aufzuwachen. Als das erste Licht kam, war die Singdrossel, war die erste, die heute Morgen gesungen hat. Gar nicht so viel später folgten die Schwarzspechte. Morgens im Wald. Der allererste im Wald zu sein, ist doch toll, oder? Ja, der Drang ja kommt noch nicht so richtig in Gang. Jetzt legt er los. Dann kann das mit dem Wasser auch nicht mehr lange dauern. Mmh. Das duftet. Hier draußen noch viel eher als zu Hause. Mmh. Herrlich. Na dann mal ein Prost. Früher Morgen im Wald oder in irgendeinem See oder Fluss. Ist einfach herrlich. Die Natur erwacht. Die Vögel, die Sonne. Traumhaft. Mittlerweile ist es so 7:30 Uhr. Mit meinem Feuerholz habe ich ganz gut gehaushaltet.
aber hier, Gott, ich glaube, so bis um 11 gesessen und es dann langsam runterbrennen lassen. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, die Nacht war ja relativ ruhig. Ich hatte auch erwartet, mehr Tiere zu hören, aber außer einem Fuchs und irgendwas Größerem, was hier mal ein paar Meter Entfernung von meinem Lager mit den Ästen geknackt hat, war nichts. Auch heute Morgen nicht. Auch wieder nur der Fuchs und die Vögel. Ah, die Sonne. Na, wer sagt's denn? So, ihr Lieben, jetzt kommt der traurige Moment des Lagerabbruchs und macht das Ganze für euch ein wenig schneller. Aber einmal drehen wir uns noch im Kreis. Arbeiten sind fertig. Noch ein paar kleine Feinheiten erledigen. Ja, und dann geht's wieder zurück in die große Stadt. So, der Rucksack steht abmarschbereit gepackt. Das Lager ist beräumt. Alles aufgeräumt. Mittlerweile ist es 9 Uhr. Ich werde noch einen kleinen Spaziergang machen. Zur Heide, aber jetzt nicht wirklich was Großes, und dann nach Hause fahren zum zweiten Frühstück. Ja, das war eine ganz schöne Erfahrung, sich selber immer ein bisschen herauszufordern, gucken, wo die Grenzen liegen. Ich habe es ja noch nicht gefunden. Nein, Quatsch. Das ist eine spannende Geschichte und ich hoffe, für euch war das auch interessant, ein bisschen spannend oder hat dem einen oder anderen vielleicht eine kleine Inspiration gegeben, sowas auch mal zu versuchen. Ja, ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.